Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Dark Souls. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie wird in diesem Spiel ständig mein Mikrofon übersteuert. Was meine ich damit? Erkläre ich. Es hört sich ultra laut an. Also es geht so, ich kann ja nach oben. Es wird so richtig laut und bin ich blöd? Es wird so richtig laut und das sorgt dafür, dass es so kratzig ist. Die letzten zwei Folgen dürften eine ziemlich beschissene Mikrofonqualität haben, als wäre das so total übersteuert gewesen. Ich habe das aber nicht übersteuert und ich weiß noch nicht so genau, woran es liegt. Ich habe auch versucht, durchs Rendern das auszustellen. Wo geht's hier denn hin? Ich würde mal eben gucken, wo es hier hingeht. Ich dachte eigentlich, gibt's hier einen Boss? Ey, wo sind wir hier? Da vorne sitzt wer? Pass auf, Falle. Pass auf, Heiliger. Ein Heiliger? Hallo? Okay. Kann ich den noch mal anreden? Okay. Ja, ist mir jetzt auch egal. Was ich machen wollte. Ich wollte mal eben kurz durch mein Inventar gucken. Und zwar, wir haben es vorige Folge nicht so ganz hinbekommen, die Dingens zu machen. Wie heißen sie? Die Gargoyles. Aber verstärkt Standardwaffe plus 14. Benutzen? Ach, kann ich nicht. Ich habe ein paar kleine Scherben gefunden und ich wollte schauen, warte. Nee, das hatte ich schon nachgeguckt. Ich habe ja neben dem Ushigatana, ich habe ja aus Versehen an den Gargoyle-Schwanz gehiebt und habe dann diese Axt hier bekommen. Da müsste ich, ja, ich nehme jetzt schon auf, bevor ihr mir darauf antworten könnt. Da müsste ich mal wissen, ob die gut ist oder was man damit machen kann oder ob das Ushigatana besser ist oder wie auch immer. Da ich keine Seelen habe, gibt es eigentlich nur eine Option. Wir gehen jetzt wieder nach oben. Fahren wir mal kurz alles vom Dingenshof ab, etc. pp. Und ja, vielleicht verstärken wir noch ein bisschen den Ritterschild. Der Ritterschild ist ja ziemlich krank stark. Aber erstmal machen wir jetzt den hier. Oh, 233, krank. So. Sehr schön. Ich will gerade noch so ein bisschen eben wieder reinkommen. Ist jetzt, ich glaube, 4 oder 5. Ein paar Tage her. Es ist immer so, dass ich nicht alles aneinander spiele. Also, dass ich so, keine Ahnung, 5, 6 Folgen aufnehme, sondern ich nehme immer so 2, 3 auf. Upsala. Das wollte ich eigentlich nicht. Eigentlich wollte ich ihn abstechen. Und dann ist es immer gar nicht schlecht, wenn ich an der Stelle aufhöre, wo ich dann noch ein paar Mobs farmen kann, die nicht mehr wirklich eine Bedrohung sind. So komme ich dann wieder ein bisschen ins Kämpfen rein. Ja. Hör mal auf hier. Und in der Kirche waren ja auch nochmal 3 von diesen fetten Rittern. Bei den fetten Rittern will ich ja auch gerne die Rüstung haben. Ach, da unten sind die. Ja, wir kommen gleich zu euch. Einen Moment. Wie kommt es, dass ich jetzt auf einmal mehr Schaden mache? Ich kann mich nicht daran erinnern, 200 mit dem Backstep gemacht zu haben. Letzte Folge. Was war das denn? Eine Estusflasche? Wie habe ich die denn bekommen?
Hä, ich hab Blocken gedrückt. Warum hat der denn jetzt angegriffen? Hä? Ist meine Maus kaputt? Naja, keine Ahnung. Also. Die rennen aus irgendeinem Grund jetzt wieder nach oben. Oh, da hat wieder ein Spieler die Glocke geläutet. Das will ich heute aber auch gern schaffen. Das wäre nice. Nee, nee. So nicht. So. Wie benutze ich nochmal Items? Mist, ich habe mir hier nur... Ich müsste mir eigentlich auch mal die Steuerung von Dark Souls hier aufschreiben. Ich habe hier nur die Steuerung von Outlast mir aufgeschrieben. Ich glaube, R war Items. Ja. Deswegen bin ich in Outlast auch immer mit R die ganzen Batterien am Wegfeuern. Weil ich meine, das wäre richtig. Hupala. Ja, komm ran. Oh, das hätte wehtun können. So, jetzt machen wir noch die zwei. Einer ist hier um die Ecke. Dann halt so. Dass sie auch nichts droppen, ne? Ja gut, ich habe aber auch keine Menschlichkeit. Das hatte ich schon mal nachgelesen. Menschlichkeit bestimmt die Beutehäufigkeit. Mixer. Kleine Scherbe. Gut. Jetzt räumen wir oben noch einmal auf. Wobei, nee, das können wir gleich machen. Ich gehe jetzt eben den Ritterschild verstärken. Wir gehen jetzt eben den Ritterschild verstärken, weil wir noch eine Menge Scherben haben. Und, dann gucken wir mal. 1900. Oder soll ich mir vielleicht ein paar Items kaufen? Was habe ich eigentlich für Items? Ziel ist es ja, dass wir jetzt gleich die Gargoyles wegfetzen. Also ich habe eine Brandbombe. Wenn er Brandbomben hat, wäre gut. Dann könnte man vielleicht ein paar von denen kaufen. Oder Goldharz? Goldharz macht ja richtig viel Schaden, ne? Ja, komm. Gehen wir mal und gucken, was der Schmied so zu verkaufen hat. Hä? Noch eine runter? Okay. André. Mensch, André. Upala. Ich will was fragen, du. Hi. Hm. Stimmt, Falltasten. Gegenstände kaufen? Da will ich mal eben schauen. Also kleine Scherbe brauche ich nicht. Schlüsselgegenstände. Da kann ich nichts von mir kaufen. Davon auch nichts. Hm. Nichts Wichtiges. Hoppala. Reparieren. Ja. Einmal kurz unsere Diebesklamotten. Und Ushigatana. Das auch einmal. Das Ritterschild. Ich könnte nicht einmal alles reparieren, dann ist das nicht so im Weg. Hoppala. So. Mein innerer Monk ist befriedigt, die komplette Ausrüstung ist repariert und jetzt können wir noch einmal Rüstung verstärken. Stimmt. Könnte ich eigentlich auch, ne? So, wo ist der... Hä? Moment. Das macht ja gar nichts besser, wenn ich die Diebesmaske auf plus 1 bringe. Die Rüstung würde was bringen. Okay, aber ich will... Dann ist das vielleicht bei Waffen? Jo. Und das bringt was. So, Ritterschild plus 1, Ritterschild plus 2, Ritterschild plus 3. So, mehr geht nicht. Jetzt können wir noch eben bei den Rüstungen... Die gibt am meisten Boni, oder? Ja. Die noch verstärken und jetzt haben wir nichts mehr, was wir machen können. Aber das ist okay. Habe ich nicht vor. Habe ich nicht vor. Ich will mich nicht töten lassen. So.
Mal gucken, ob mit der verstärkten Ausrüstung wir jetzt bei den Gargoyles was reißen können. Was natürlich ein bisschen nervig ist, dass der eine mit Feuerspucken die ganze Zeit dabei ist. Ein Goldharz habe ich. Ja. Probieren wir es einfach direkt mit dem Goldharz, das wegzuballern? Also den Dude? Den Dude, die Gargoyles? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal, was wird. So, Aufzug wollen wir nicht. Wir wollen hier nach oben. Ach ja, da war ja noch einer. Hä? Hubala. Hubala. Ja, komm mal die Treppe runter, okay? Das ist schon ziemlich nervig, auf der Treppe zu kämpfen. Komm jetzt. So nicht. Nice. So, jetzt kommt noch gleich der Hinterhalt von den ganzen Nackten. Moin, Jungs. Oh, ja. Erster. Zweiter. Dritter. Und vierter, fünfter. Sechster. Siebter. Achter, neunter. Zerbrochenes Schwert, okay. Nochmal ein zerbrochenes Schwert. So, der runtergefallen ist. Ist nicht schlimm, dass wir eine Flaskon. Nein, ich habe das nicht erst jetzt gemerkt. Das wusste ich schon die ganze Zeit. Ich habe das absichtlich immer falsch ausgesprochen. Eine Estus Flask. Nennen wir sie einfach. Mit 9 reicht auch, denke ich. Denn oben hat man ja sowieso nicht so viel Luft. Groß irgendwie zu saufen. Ey. So haben wir nicht gewettet, du. Stimmt, beim zweiten Mal habe ich ja... Ich habe ja erst zweimal die probiert, ne? Ja, mal gucken. Beim zweiten Mal wurde ich ja vom Kirchturm oder vom Dingens runtergehämmert. Mal schauen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Schnallt euch an. Ja. Schnallt euch an. Oh, das ist mein verlorenes Gut. Eieiei. Vorsichtig. Kommst du mal kurz? Ja. Warte. Nee. Warte. Das ist frech. Das ist richtig frech. Ah, du Scheiße. Nein. Mann, wie macht man die denn? Kunst des Entfachens. Jetzt muss ich gleich da hinten hinrennen, um mein verlorenes Gut einzusammeln. So ein Dreck. Okay. Dann machen wir Versuch Nummer... Warte mal, was sind wir jetzt? Dreimal haben wir so noch nicht geschafft. Versuch Nummer 4. Na, dann geht's weiter. Auf in die vierte Runde. Irgendwann kriege ich schon hin. Was macht man denn gegen das Feuerspucken? Oder versucht man an den vorbeizurennen? Man ja.
Gerade wenn er in der Luft ist, da kann er nicht wirklich was machen, oder? Und da hat schon wieder einer es geschafft. Nix da hier. So nicht. So. Upp. Hast einen Fehler gemacht. So, warte mal. Ah, hier zieht er vorne. Ja, das Ding ist halt, ich will ja eigentlich den Dingens haben. Kommst du mal? Ich will eigentlich hier dieses Set haben. Dieses Baldur-Set ist es, glaube ich, ne? So, next one. Next. Wir entspannen uns. Wir entspannen uns. Danke. Baldur-Schild, nice. Direkt vergleichen. Okay. So. Linke Hand Faust. So, Baldur-Schild. Der ist aber nicht besser als meiner. Aber meiner ist auch plus 3. Okay, warte. Ich weiß noch, ich kann sie noch nicht so gut einschätzen. Kleine Scherbe, auch nicht schlecht. Ich kann noch nicht so gut einschätzen, was gut ist und was nicht. Kommst du einmal kurz hier runter? Verdammt, ich kann in dem Gang nicht richtig schlagen. Ich treffe den blöden Pöller. Ich werde nicht mehr. Oh, der hat mich pariert. Krass. So. Okay. Einmal wieder herkommen. Nummer 1. Das war irgendwie um die 10, ne? Nummer 2. 3. Und 4. 5. 6, 7. Hoppala. Ach, scheiße. Ja. Okay. Jetzt noch den da oben. Okay, das kann er mehr. Magst du einmal runterkommen? Dankeschön. Ich kämpfe nicht so gerne in engen Gängen. Da treffe ich immer die Wand. Baldur-Rüstung. Nice. So, 25. 37. Die ist natürlich viel schwerer als meine, aber 37 Schutz. Gucken wir mal kurz an. Ja, nicht schlecht. Aber wir wollen erst wechseln, wenn das komplette Set vorhanden ist. Also, selbstverständlich trinken wir eine Flask, bevor wir nach oben gehen. Hat da oben auch echt nicht viel Chance, wenn der zweite Gargoyle da ist, ne? So, also definitiv hole ich mir mein verlorenes Gut zurück. Steht ja außer Frage, dass wir das da liegen lassen. Ich hoffe, dass es da hinten liegt. Es gab ja auch schon mal, dass ich vom Taurus-Dämon umgeholzt wurde und Arrivederci. So, jetzt müssen wir aufpassen. Gleich kommt der zweite. Komm runter.
Komm ran. Ach du Scheiße. Oh. Jetzt müsste der zweite kommen. Oh. Komm ran. Ja. Feuer. Schon wieder Feuer. Komm hier hin, Mann. Man kann Feuer blocken? Ich bin in der Kombi. Fuck. Alter, der mit seinem hässlichen Feuer, ne? Mein Gott. Vielleicht muss ich versuchen. Also meine nächste Überlegung ist mir jetzt beim fünften Versuch. Ich muss vielleicht versuchen mit dir. Am gewissen Punkt. Oder so. Sonne Scheiße, ey. Meine Fresse. Ja, aber gucken, wie oft sie uns abfahren, eure hier, ne? Mein. Kann man ja auch mal gönnen, ne? Ne, 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 ne. Ah, nein, auch nicht. Nein. So, dann auf ein neues. Jetzt ist so, ihr könnt ja jetzt Wetten abschließen. Schaffe ich es zuerst, das Baldur-Set zu komplettieren oder die Gargoyles zu töten? Oh, scheiße. Leute, die Banker haben euch nichts getan, ja? Das war geplant. So wie das jetzt geplant ist. Das ist mein Obala. Genau das. Und nicht anders. Okay. Kommst du einmal runter, bitte? Alter, was hat der denn da gerade für eine Waffe getragen? Hallo? Faustschild. Ah. Oh. Dieses kleine, pimmelige Ding da, was der in der Hand hält. So, jetzt kommen wieder die 1 Milliarde und 300 Nackten mit zerbrochenen Schwertern. So. Eins. Zwei. Drei, vier. Fünf. Sechs. Kommt. Ei. Ich schaff's nicht auch immer einmal hier treffen zu lassen, ne? Ach ja, noch ein zerbrochenes Schwert. Davon kann man nicht genug haben. Irgendwann habe ich so viele, dass ich einfach die Gargoyles damit abwerfen kann, bis sie tot sind. Kommst du runter? Ja? Sehr gut. Ich hätte nichts dagegen, wenn du jetzt die Baldur-Handschuhe droppst oder die Baldur-Stiefel. Ja, Faustschild habe ich schon. Nee. Wir starten voll.
Stimmt, man kann ja doppelt drücken, damit der zweimal schnell trinkt. Das habe ich oben verballert. Ich habe erst einmal getrunken und dann. Guck mal, da wäre ja auch Verbesserungspotenzial. Also meine Überlegung ist, ich gehe beim ersten Gargoyle irgendwann in Zweihandstand über, so kurz bevor der so im Switch ist. Bevor der zweite kommen möchte. Weil dann sollte das machbar sein. Einmal durch da. Aber erste Aktion ist ganz klar. Das Grüne von hinten. Ui! Warte, 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 ich muss noch saufen. Das war ein schlechter Start. Ich habe ihm seinen Schwanz schon wieder abgehiebt. So, ich denke, wir müssen jetzt gleich in den Zweihandstands. Ey, so kann ich nicht schlagen! Nein! Nein! Ich glaube, ich habe keine Ausdauer mehr. Aber guck dir den HP-Wert an. Das war der beste Versuch bis jetzt. Das ist es. Zweihandstands und Rin. So kriegen wir den. Ich sehe die tot, Junge. Ich sehe die sowas von tot. Let's go. Fucking kill them. So. Ja, den Weg kennen wir jetzt schon, ne? Auch überlegen, vielleicht einfach durchzurennen, aber ich will halt die Balder-Sachen noch machen. Deswegen müssen wir leider hier einmal. Naja, gespannt, wie viele Seelen die beiden Gargoyles dann geben. So, diesmal sind wir nicht so blöd. Lass die Banker heil. Mist. Oh, hey. Kommst du? Nice. Oh. Der hat aber auch ein fettes Schild, ne? Alter. Alter. Das Moveset habe ich ja noch gar nicht gesehen. Noch ein Balder Schild, okay. Ne, ich weiß nicht warum. Vielleicht habe ich die Distanz nicht richtig. Die will ich auch läuten. Die Glocken. Die Glocken läuten. Aber wie die runterkommen. Einmal runterkommen, danke. Ich dachte schon, er schafft's nicht. Wer jetzt mir gerade gegonnt, dass er mich in den Rücken sticht? Also ich mir ja. So. Tee ist alle. Ich habe nichts mehr zu trinken. Dann nehme ich ein Bonbon. Wollen ja, dass bald die Stimme wieder ganz normal ist. Die ist noch ein bisschen belegt. Morgens ist auch immer eine absolute Katastrophe nach dem Aufstehen. So. Hoppala! So haben wir nicht gewettet.
Das ist auch immer hier ein Zagtergang, ey. So, auf ein neues. Droppst du mir ein neues Balder-Stück? Hm? Bisher hast du mir immer was gedroppt. Also fast immer. Komm, nimm mir den Faustschild, den will ich nicht. Diesmal nicht. Gut. Also. Bisschen mehr auf Stamina achten. Ich habe nämlich, glaube ich, einen Hieb daneben gemacht und das wäre der kritische Hieb gewesen, ihn zu töten. Wir schaffen das. Ganz sicher. Oi, 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 oi. Ich will deinen Schwanz abschlagen. Komm ran. Ich mag's nicht, so nah an den Kanten zu sein. Nice. Kommst du? Oh! Moment. So, der nächste Hieb wird's. Eins. Sollte nicht sein, die Folge. Also, ich glaube, die 10.000 Seelen knacken wir noch, bevor wir die umholzen. Versuchen wir es in der nächsten Folge noch einmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hauen Sie rein. Tschüss.